Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft zusammen mit Julia drin und wir haben die Wahnsinns-Challenge accepted. Wer will als erstes? Ich! Oh mein Gott. Aua! Renn erstmal durch die Lava. Und oh Gott, renn, du weißt renn, aber schon, renn, dass renn, du da. Renn. Jetzt muss ich mal gucken. Es gibt nämlich so eine schöne Möglichkeit, da hochzukommen, ohne sich zu bewegen. Du bleibst einfach in einer Ecke stehen und drückst immer die Pfeiltasten vor, rechts, hinter, links. Vor, Nee, rechts, das ist ja hinter, anstrengender, links. als ein bisschen die Maus zu bewegen. Da kriege ich ja einen Rappel Aber bei. man. Ja, aber man bekommt bei Weitem keinen so einen großen Rappel, wie wenn man sich normal hochbewegen würde. Ja. Ich mach das so. Und dann ist das so. Ja, vor allem, wenn ich das so mache, dann sehe ich es ganz genau kommen, dass ich runterfalle. Deswegen mache ich es Ach, lieber wir so. sterben wieso, glaube ich. Ich habe 46 Level, ich habe keinen Bock zu sterben. Ja, scheiß auf Level. No risk, no fun. Da erzähle ich dir schon noch, ey. Am besten baust du mir jetzt eine Stufe weg, weil wenn ich so renne, sehe ich es nicht, wenn da eine Stufe fehlt. Haha, das ist eine gute Idee. Na, wag es ja nicht. Buschi, ich hab sogar eine schöne Eisenspitzhacke im Anschlag hier. Weit geht's denn da noch hoch? Zwei, drei Stockwerkchen. Oh, du meine Güte, ich sehe ja noch nicht mal das Ende. Meinst du, dass deine Taktik schneller ist als meine? Weiß es nicht, wenn ich ein bisschen routinierter gehen Boah, würde, welche Affe sicherlich. hat das hier gebaut? Sorry. Das war das Erste, was ich von gestrandet je gesehen habe, als sie den Turm runtergelaufen sind. Und ich dachte mir in dem Moment nur eines, und zwar, ach du meine Güte, sind die wahnsinnig. Das gefällt mir, da muss ich mitmachen. Niau, 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 niau. Ist so geil, immer auf den Pfeiltasten. Du hast es wirklich gemacht! Oh, er schreckt mich so genial hoch. Aus. Ja, ja, ja. Ah, bam. Oh, bin ich jetzt erschrocken, mein Puls. Aber ich hab's extra da gemacht, wo du nicht runterfällst. Ja, Gott sei Dank kann man da nicht runterfallen. Da, jetzt darfst du wieder reparieren, ne? Ja, hast du einen Cobblestone? Nee, ich hab keinen Cobblestone. Okay. Das kaputt macht, muss es reparieren. So. Und oben aufpassen, weil da war keiner. Ah. Warte mal, da setze ich jetzt aber was hin. Oder? Nö, darf ich nicht. Muss natürlich jetzt schon was Standesgemäßes sein, warte mal. Ja, so ein schöner Eisenerzblock. Genau. Boah, wir sind hier im goldenen Schloss. Das ist so krass. So übel, was er da gebaut hat. So übel. Ja, auch jede Menge Quarz. Mich wundert es, dass ich so schnell innerhalb von Minecraft überhaupt noch Quarz finde. Gott, ist das krank. Ja, das war doch irgendwie so ein Sprungding wieder nach unten, oder? War mal, ja, aber ich würde es nicht wagen, weil daher klappt es nicht. Das war ja genau das, worauf ich gerade Bock hatte. Nee, also ich würde lieber den Aufzug nehmen und bei dem Aufzug einfach rechts runterspringen. Machst du das jetzt? Ja, wäre eine Überlegung wert. Ich möchte Müsste irgendwas man mit eigentlich... einem bisschen Risiko. Willst du das wirklich machen? Ja, aber ich glaube, ich komme gar nicht irgendwo ans Wasser. Nee, hier geht aus. Gar nicht. Ich will fast hier runterspringen. Ich Oder wag hier das in der jetzt. Mitte, da bin ich bestimmt voll schlau. Ich esse wenigstens vorher noch, damit ich vollen Magen habe. Und vor allem ist es ja so, dass man mit vollen Magen Warte, sowieso rechts viel, oder viel links? Besser. Rechts. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts. Ob du wirklich richtig stehst? Ne? Siehst du, mir das Licht angeht? Wait. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Hurra, no. Quatsch. Ich hatte das Gefühl, das Wasser kam jetzt ein bisschen verzögert vom Sound her. War jetzt lustig. Kommt manchmal vor. Und dafür sind wir jetzt hier hochgelaufen. Mhm. Wir sind komische Typen. Haben wir doch auch schön brav die Nacht übersprungen. Irgendwie, weil irgendwie war es doch schon Nacht. Ja. Ja, wir haben so Wollt lange ihr eigentlich Skelette gelaufen. Sammeln? Ja, es kommt bestimmt bald wieder eine Nacht. Ich habe nur einen einzigen Knochen, das reicht mir nie und nimmer. Es wäre auch lustig für Minecraft, so ein Schreibtisch mit PC, wenn du dich da dran setzt, dann überspringst du quasi dann den Tag und es ist sofort Nacht. Das wäre cool. Man könnte natürlich aber auch cheaten, aber wir haben keine Modrechte. Nein.
Das haben wir nicht und das hat auch einen guten Grund. Och, Julchen. Come on, das war ein einziger Block breit und ich nehme sogar noch Anlauf. Und ich schaffe es nicht und springe einfach voll Kanne. Wie macht der Zug? Rein. Was? Wie macht der Zug? Wie macht der Zug? Keine Ahnung. Tut oder noob. So. Noob. Das kannte ich noch nicht. Ich kenne nur dieses, ich mag Züge. Das ist das Einzige, was ich kenne. So. Wer hat denn hier den Baum so dämlich abgeholzt? War ich das? Ich frag mal lieber nicht hinterher, bin ich so wirklich gewesen. Ja, lieber mit sowas vorsichtig sein, das kenne ich auch. So, jetzt bin ich hier wieder in meinem trauten Heim, kann ich gehen nach unten und... Naja, sonst kommt Kommentar, Alter, bist du dumm, du hast Block gesetzt und jetzt meinst du hättest nicht, nein. Ja, es ist... Ich bin immer dumm. So. Ja. Achso, das ist Schwachsinn. So, ich brauche mal ein bisschen meine... Erde, Sand, sag mal, meine Kisten hier, die sind total doof. Sonstiges. Packen wir es mal da rein. Problem. Ich muss jetzt Bücherregale machen. Und ich muss jetzt eine Festung bauen. Weil ich habe ja Angst vor euch und dann muss ich mich ja irgendwie verstecken. Vor mir auch? Ja, klar. Vor dir am meisten. Weil du, die eine ganz gefährliche bist. Oh mein Gott. Mein Ruf eilt mir also voraus. Ich hab's geahnt. Ich wusste es. Ja. Hier, du kennst ja ungefähr die Ecke bei meinem See da, in dieser Bucht, habe ich mir gedacht, okay, was machst du, wenn du Cobblestone farmen willst, machst du einen unterirdischen Raum. Und jetzt habe ich unter dem See einen Raum mit Glasdecke. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da reinbauen soll. Ob ich da jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, richtige Räume reinbaue oder vielleicht irgendwie eine Weizenfarm oder sowas. Was würdest du da vielleicht machen? So einfach mal verdammt so. Gute Idee. Frage. Ich habe keine Ahnung. Könnte man da unterirdisch reinmachen? Ja, wir könnten ein Crystal Meth Labor machen oder sowas. Ist natürlich ganz schlau mit Glasdecke, sodass es jeder von oben sieht, was dort unten gemacht wird, ne? Ja, ja. Dann machen die Kristalle aber mehr her, so im Sonnenlicht. Ich sehe es ja schon kommen. Och nö. Was denn? Och nö. Ja, ich hab das Problem. Ach, wie, habe ich 2 Kisten mit Holz? Nee. Dachte ich schon. Ich hab ganze 19 Bücher. Wie soll ich denn aus 19 Bücher Bücherregale machen? Das geht ja niemals. Oh, das ist hart. Boah, ich weiß noch, als das eingeführt wurde mit den, hier mit den Rinderfellen als, mit den Lederdingern als, das war grausam. Direkt erstmal ein Mod installiert, der das rückgängig gemacht hat. Das ist das Schwachsinnigste, was sie machen konnten. Haben sie das eigentlich immer noch drin? Ja, du brauchst immer noch Leder, um Bücher zu bauen. Das ist so nervig. Das hätten sie echt weglassen können, echt den Schmarrn, so unnötig. So, schau jetzt mal im Partyhaus, ob es da vielleicht einen Tisch zum Verzaubern gibt. Partyhaus, come on! Warst du eigentlich mal bei einer Party hier dabei? Im Partyhaus? Da Partys? Ich weiß nicht. Irgendwo muss ja der Name herkommen. Keine Ahnung. War auch noch nie drin. Ich auch nicht. Und jetzt sieht's aus, wie wenn es Löcher hätte, weil die Chunks nicht fertig laden. Oh. Da war wohl eine harte Party. Oder hat das wirklich hier... Nee, da war wohl eine Hausparty. Lauf jetzt einfach mal rum. Vielleicht haben die ja irgendwo. Na super. Och. Lalala. Die werden mit Sicherheit hier nirgendwo einen Verzauberungstisch haben. Meinst du? Müssen sie... Warte, ich habe auch noch keinen. Ich habe zumindest einen Tisch, aber... Muss doch einen... Haben wir nicht... Am schwarzen Brett steht doch ein Verzauberungstisch, oder? Nee. Nur eine Endertruhe, oder? Ich bin mir gar nicht aber, ganz sicher. Aber ich werde doch in das Chickenhaus gehen. Geheimraum der Illuminaten. Ich war hier. Bastikeks. Tatsächlich. Oh Gott, da ist ein Schalter. Oh mein Gott. Da ist eine Tür aufgegangen. Oh je.
Ich glaube, wir werden alle sterben. Da ist ja gar nichts drin. Wie langweilig. Vielleicht siehst du nur nichts und da ist doch ganz viel. Nur halt Ach, das ist ganz ja, viel nichts. Das ist ja eh offen. Ist ja eh nichts. Ja. Vielleicht ist da irgendwas, Oder was ich du hab's gar nicht kaputt sehen gemacht. kannst. Ui, eine Musikbox. Ich hatte noch nie so eine aufwendige Technik, Bäume zu fällen. Ich gehe immer über meine Leiter auf den Wald und grab mich dann von oben durch die Stämme durch, weil ich es irgendwie satt habe, mich von unten an die Stämme ranzuarbeiten mit der Axt. Auch nicht schlecht. Ich habe einen Raucherbereich gefunden. Ja? Ja. Naja, dann tun sie mal. Wie komme ich denn hier heil runter? Ich will da jetzt nicht die Hihi, Treppen gar drin nicht. runterlaufen. Doch, doch. Mit Anlauf. Yay! Platsch! Flachkörper Ich machen. gehe ins Evil Chicken House. Boah, du bist aber echt furchtlos. Ich weiß. Gott, wo muss ich denn hin? Sowas kann man sich nur trauen, wenn man genauso mutig ist wie ein Huhn. Genau. Ich habe ja manchmal diese Anfälle von Wack, 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 Wack und sowas in der Art, aber das kommt ganz selten. Kennen wir doch Meistens alle. Kommt das Schaf in mir raus. Mäh. Oder die Ziege, besser gesagt. Stimmt, ich bin Mäh als machen kleines Ziegen, Kind ne? immer Aua. Am Ziegengehege gestanden bei einer Freundin. Habe mich da hingestellt und habe die ganze Zeit die Ziegen angeblökt. Und ich war der Meinung, dass die irgendwie was verstehen, weil immer wenn ich Mäh gemacht habe, haben die auch Mäh gemacht. Fand Schlaue das Julia. toll. Immer Mäh habe ich immer gemacht, aber ganz laut und ganz lang. Voll cool gewesen. Voll Das spitze selber hatte ich, glaube ich, gefunden. schon mal bei Kühen mit Mo. Mo. Ja, guck mal, die spricht mit mir. Ich war ja auch voll stolz darauf, dass ich das so richtig schön konnte. So richtig wie eine Ziege. Ach Gott. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, da waren wir noch jung und dumm Da waren und die naiv. Gummistiefel noch aus Holz. Gummistiefel aus Holz? Ja, Ja, keine damals. Gummistiefel. Da war doch alles anders. Die Gummistiefel waren damals noch aus Holz. Dann waren es ja keine Gummistiefel. Dann waren sie ja Holzstiefel. Ja, aber... Oh mein Gott, das verwirrt mich. Oh je. Yeah. So, wo ist das Evil Chicken House? Wo ist es? Wo ist es? Ich glaube, ich werde gleich mal ein Reich Kartoffeln ernten. Oh, die Framerate. Soll ich mich hier mal zum Mega-Farm-Betrieb aufmachen, damit ich hier meinem Image als Landwirtschaftssimulator-Kanal gerecht werde? Könntest du machen. Einen riesen Traktor hinbauen Einfach und sowas. Einfach mal so 1000 mal 1000 Blöcke Weizen farmen. Und bei mir sind dann die Kartoffeln auch wirklich so in einer Reihe, damit man die dann mit einer Maschine auch so roden kann, so wie in echt. Eine so. Coole Idee. Ich bin gerade am Spekulieren, weil hier sind so viele Hühner und die haben so viele Eier gelegt. Ich habe die Eier jetzt alle dann eingesammelt. Dann willst du jetzt Omelette machen, oder? Da ist ja... Ich dachte mir gerade, ich könnte die Hühner hier vielleicht die Eier jetzt alle freilassen. Vielleicht kommt noch so das ein oder andere Huhn dazu. Das ist natürlich auch nicht. Wenn ich schon denen seine Eier klaue, die er hier in der Wohnung hat. Weil hinterher sieht er das Video und schimpft mich, weil ich das gemacht habe. Ja, ich muss mir für Wasamun auch noch irgendwas überlegen. Also irgendwie, entweder kriegt seine Hühner ihn gekocht wieder oder... Aber das wäre ja langweilig, wenn er es ihn gekocht wiederbekommt. Ja, dann freut er sich nur, ne? Warum bin ich jetzt eigentlich zum Zaubertisch gegangen? Ich glaube, du wolltest zaubern, weil du so viele Aber Level was? Hattest. Crystal Meth. Ah ja. So, pack mal die Bücher rein. X5 oder so. Ich habe ein Buch mit Level 30, habe ich Stärke bekommen. Cool. Ich will Behutsamkeit haben. Was ist das? So ein Better Enchantment Mod hast du nicht drin, oder? Nee, das aber ab der 1.8 kann man es lesen, was es ist. Okay. Ja, jetzt sind es ja immer diese komischen Zeichen gewesen, ne? Diese, ja. Wo man nichts... Das ist ja auch schon seit ein, zwei Jahren so. Ich hätte ja schon eine schöne Idee für Ruther. Was denn? Wir müssten nur versuchen, mit ein bisschen Weizen so ein, zwei Kühe irgendwie in sein Haus zu locken. Und dann einfach die Kühe schauen, dass sie erwachsen werden. Und das ein paar Mal, bis er ganz viele Kühe drin stehen hat.
Aber das wäre doch Massentierhaltung. Das mit den Hühnern hier ja auch. Ja, aber das waren wir ja nicht. Also, Stimmt. wir können ja nicht. Dann kommen die Tierschützer. Dann lauter Bilderrahmen aufhängen mit dem ganzen Fleisch, das du ihm gegeben hast. Das wäre eine lustige Idee. Überall Bilderrahmen, aber da braucht man schon wieder. Ja, da braucht man nicht viel dafür. Holz, oder? Ja, Holz und ich glaube Wolle. Für die Rahmen, glaube ich, braucht man nur Wolle. Für die Bilder braucht man Leder. Ja, Holz hätte ich. Also Holz können wir zur freien Verfügung. Und Wolle hätte ich jede Menge. Ich habe die dümmste Baumfelltechnik ever. Aber ich finde die richtig cool, weil irgendwie ist es was anderes. Aber ganz ehrlich, Guten, ich würde ihm die nicht braten. Ich habe die aber mir schon gebraten. Du hast sie schon gebraten. Ja. Ist natürlich schade. Ja, ich hätte noch 8 Rohe. Dann könnte man noch ein paar Rohe dazwischen mischen und vielleicht noch ein kleines bisschen Und dann erzählen wir, das Zombiefleisch. wären die. Ah, Zombiefleisch auch noch. Dann machen wir so richtig leckere Pastete. Okay, dann bereiten wir alles vor für Rahmen. Ich schau mal, weil ich habe ja auch Holz. Ich schau mal, dass ich Rahmen Ich vorbereite. glaube, ich habe noch nie eingecraftet, wenn ich so drüber nachdenke. Dann zählst du am besten mal, wie viel Zeug du hättest, was wir aufhängen können. Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, oben das Goldschloss gehört ihm, ne? Ja. Oder wo so, meinst du, an welchem Gebäude von ihm sollen wir das machen? Entweder in seinem direkten Haus oder Goldschloss wäre natürlich auch eine lustige Idee. Aber dann auf der Treppe. Auf der Treppe Bilder verteilen, weil dann muss er die Treppe gehen. Weil dann wird es nichts mit Aufzug und so. Den Aufzug irgendwie lahmlegen. Na, Das würde ich nicht machen. also so, dass man irgendwo einfach nur, dass man oben Schalter umlegen muss, quasi. Obwohl, ne, da bin ich nicht mehr im Redstone so ganz so fit. Man könnte das Na, ja ich auch irgendwie so machen, nicht. dass man quasi die kurz schließt, sodass man die oben mit einem Schalter umlegen wieder scharf machen kann. Also nichts kaputt machen, sondern nur halt, sodass er einmal die Treppe laufen muss und dann hängen da halt die ganzen Sachen. Weil sonst Ja, das nimmt er wäre nachher schon eh seinen cool. Fahrstuhl, weil er den ja wahrscheinlich von der Technik her raus hat. Und dann sieht er es gar nicht. Aber ich glaube, das wäre ganz witzig, wenn er es nicht sieht. Also entweder bringt man dann doch am Anfang schon ein Schild an, sodass er es sieht. Oder man macht es erst nach ein paar Metern. Ui, du hast dir da hier was hingepackt. Ach, hast du mir hier Blumen hingepflanzt? Warst du das? Wo? Nee. Hast du was hingepflanzt? Ich habe bei dir direkt am Haus am Toreneingang was hingepflanzt. Ah, dann war das von dir. Cool, dankeschön. Lass dich stehen. Muss ich noch Zaun rundum packen. Das ist, Wollte ich glaube ich, gerade auch schon sagen, zwei nicht. Parts her, wenn die Zuschauer sich fragen, wann das denn war. Dann müssten wir, also weil wenn es jetzt Ruther gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh mein Gott, nein, das können wir dann niemals machen, diesen Troll, weil der hat ja hier voll die Blumen gepflanzt. Dann Ja, die wäre das Leute, mies. ich merke schon, man muss wirklich aufpassen mit den Trolls. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der Fan von, wenn man da mordsüberzogene Dinge macht. Naja, Das, aber ich was sie glaube, bei das mit Dalu den. gemacht haben, fand ich jetzt, Was war das? ja, die haben ihm das komplette, das, dieses, diesen Ding, den er da in der Nähe vom Spawn baut, die haben das mit Kobbel zugekleistert, mit Lava, mit Wasser und allem Ja, Pipapo. das ist ein bisschen dann. Da war er schon ziemlich sauer. Vor allem dauert Die das Idee Stunden, ist das wieder lustig. richtig zu machen. Also angeblich hat es nur 7 Minuten gedauert, das wegzubauen, laut Okay. Rathermoon. Aber ich glaube, dass Rather das auch im Creative weggemacht hat, Okay. schätze ich mal. Ja, was soll ich sagen? Die Idee ist an sich eigentlich schon ganz witzig, aber Man sollte gucken, dass der naja. Schaden nicht zu groß ist, dass man das auch schnell Eben. wieder, dass man drüber lachen kann und dann eben. Bei mir bei den Eben. Hühnern war das echt fair, da waren vielleicht 20, 30, 40 Hühner. Also es war noch nicht jetzt, ich erkenne das schon mal so vom Server-Trollen her, wenn ich früher Minecraft gespielt habe, dass man wirklich vier, fünf von den Spendern, heißen die, glaube ich, im deutschen Sprachpaket da, diese Blöcke, die was rauswerfen, ihn gemacht hat, daran so eine Glock angeschlossen und dann da halt ein Stack von den Spawnbällern jeweils reingemacht und dann konntest du nichts mehr sehen, weil da nur noch Hühner waren, so ungefähr. Und dann konntest du wirklich die Räume damit stapeln. Kennst du übrigens, obwohl, naja, wahrscheinlich, wenn du nicht so viel im Creative gemacht hast, kennst du das wahrscheinlich nicht. Wie soll man das nennen? Tintenfischbomben. Nee. Du machst einfach einen einzelnen Block in der Luft über einem Meer und spawnst auf den Tintenfisch. Der Tintenfisch hat dann ja nur den Block zur Verfügung, weil der nicht fliegen kann. Und der bleibt dann da drauf.
Und dann kannst du da wirklich mehrere hundert drauf machen. Und irgendwann hast du so eine Art UFO, was sich so dreht aus den Viechern. Und ja, irgendwann explodiert's. Nee, wirklich? Ja, dann irgendwann geht's hoch. Ja, heftig. Das ist richtig lustig. Das mit den Rahmen, das wird im Moment nichts, weil da bräuchten wir auch Leder dafür. Weil mit Wolle sind's Gemälde, die man craftet. Oh, okay. Ja, nicht so schlimm. Wir heben uns die Idee einfach mal auf. Hoffentlich hört er nicht zu. Bestimmt nicht. Ah, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, was ich auch noch sagen wollte wegen den Trolls, man muss halt wirklich aufpassen, weil ich habe schon gesehen bei dem Video, das über den Troll für Dalu gemacht wurde, dass so der ein oder andere sich da schon ein bisschen mokiert und sagt, hey, finde ich jetzt total schwachsinnig und hör auf mit dem und finde ich nicht gut lustig und so weiter. Und dann vor allem, wenn man recht weit geht, dann sind die Leute natürlich erst recht sauer. Also man sollte das schon wirklich mit Maß versuchen. Weißt du, wann die Leute auch immer sauer sind? Wenn die Parts zu lang sind. Also das habe ich mir Ja. zwar gerade ausgedacht, weil eigentlich ist das meistens eher gegenteilig, aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt und da ist mir das aufgefallen. Ja, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ich wollte, oder 21 sogar. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, jetzt dürfen wir aufhören. Ja, dann haben wir schon wieder eine Folge. Boah, das ist ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme gar nicht voran und trotzdem haben wir, ich weiß gar nicht, drei, vier Folgen haben wir jetzt schon. Hier, glaube ich, haben wir jetzt. Ja, das ist ja schon eine halbe Woche. Ich wollte jetzt ja wirklich mal gucken, dass ich jeden Tag eine Folge bringe. Hoffentlich haut das ungefähr hin. Aber wenn ja, ja, dann ist es so. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Jo, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.